Das wird für Gartenlaubenverhältnisse ein Luxusklo. Heute wieder langes Wochenende, selbst gemacht, weil einfach mal 3 Tage frei hintereinander genommen. Denn heute starte ich mit das Jahreshauptprojekt, nenne ich es jetzt mal. Und zwar, das ist die Toilette. Ich habe ja im Moment nur diese Campingtoilette mit Duschvorhang drumherum und das ist nicht sehr angenehm, dort einen abzuseilen. Darum baue ich jetzt ein Klo. Ja, der Salat kommt gleich auch noch in die Beete. Kannst du gleich machen. Zum Jahr 2024 wird bei uns in NRW die Gartenverordnung angepasst und die Gruben werden verboten. Also jeder, der so ein Tank unterirdisch, keine Ahnung, es ist halt eine Grube, stellt es euch wie einen Tank vor, wo der ganze Mist reingeht, das menschlich produzierte Abfallzeug. Und da kommt dann so einmal im Jahr oder je nachdem, wie oft der Verein das macht, kommt ein Absaugfahrzeug und saugt dann das alles ab und dann ist der Tank wieder leer und dann kann man wieder ganz fröhlich aufs Haus gehen. Auf jeden Fall wird das jetzt verboten und da ich von Anfang an hier keine richtige Grube haben wollte, auch wenn das wirklich der angenehmste Luxus ist, den man so als Toilette haben kann, neben einem angeschlossenen Kanalsystem, habe ich mir von Anfang an vorgenommen, ich möchte ein Trenntoilettensystem nutzen und habe mich da direkt von Anfang an mit befasst. Das heißt, meine Planung geht jetzt dahin, zu der Gartenverordnung, die jetzt so angepasst wird, wie ich es machen möchte. Wir gucken jetzt mal, was in diesem Paket drin ist. Hier ist ein Eimer drin mit Bio-Abfallbeuteln, Organic Waste Bag. Schablone! Geil! Super! Membrane für den Tank, den ich jetzt hier raus. Ich lasse den mal hier drin, weil das ist alles so sortiert, dass es gut hier reinpasst. Ne? Tank, also einfach nur für mit Skala, glaube ich, irgendwo drauf. Ne? Sogar mit Auslasshahn, der ist aber zu. Ich habe nichts gesagt. Also 10 Liter Eimer. Da kommt das flüssige Material rein. Auch passt auch so. Dann haben wir hier eine Membran, wo das alles reinkommt. Dann tröpfelt das hier rein und dann öffnet die sich und dann tröpfelt das alles in den Eimer. Und sobald es leer ist, geht sie wieder zu. So haben wir weniger Gerüche im Raum. Ja, der Eimer ist für die Feststoffe. Und das Herzstück. Die Trenntoilette, man setzt sich hier drauf, da kommt das Feste und da kommt das Flüssige und darunter steht der Flüssigtank und hier steht der Eimer drunter. Dann kommt ein bisschen, Sägespäne kann man dafür nehmen, man kann dafür auch Asche nehmen, so eine Mischung aus Asche, Erde, Sägespäne oder halt diese Einstreu von Nagetieren, von Hasen, Hamstern. Dieses ganz kleine, feine Zeug, das ist optimal dafür. Weil das Zeug ist einerseits, saugt das Flüssigkeit auf und nimmt dadurch Gerüche auf. Auf der anderen Seite kann man das perfekt kompostieren, weil es ganz schnell verrottet, weil es ganz, ganz dünnes, so Holzpapier-ähnliches Material ist. Ja, ich packe jetzt alles wieder in den Eimer, wollte ich sagen, in den Karton. Ja, dann fangen wir mal an.
Aber vorher gucken wir uns mal den Garten an, ne? Das hier sind meine Winterpuffbohnen. Ohne Witz. Vor einer Woche waren die nur halb so groß. Es ist unglaublich. Aber ja, sie explodieren. Mir wurde jetzt gesagt, ich soll aufpassen, weil die mögen Unkraut nicht. Und ja, muss ich mich mal drum kümmern, aber ist alles nächste Woche. Und dann habe ich was entdeckt. Ist das nicht hübsch? Ist das nicht schön? Sie kommt. Bevor du in die Fette kommst, habe ich die ganze Erde schon hier wieder weggekommen. Ich muss mal mithelfen. Ach, ist das herrlich. Ein gemähter Rasen und schon sieht der ganze Garten wieder vernünftig aus. Wenn man mal die Beete auslässt. Vor 3 Wochen alles an Unkraut weggemacht und es fängt schon wieder an zu wuchern. Also nächstes Jahr muss wirklich komplett alles gemulcht werden. Und dann wird das auch schön ein bisschen im Zaum gehalten. So, ich mache jetzt eine kurze Pause. Und dann geht's weiter. Was macht man, wenn man das sieht und es auch schon fühlen kann? Mach den Grill an. A few moments later. Der ist wieder blau. Ich mache jetzt einen auf Schönwettergärtner. Immer verboten! Es läuft kein Wasser mehr ab. Nach einer halben Stunde dauerhaften Regen steht einfach das ganze Wasser hier. Naja. Die frisch gepflanzten Blümchen müssen nicht gegossen werden. Das hat die Natur für uns erledigt. Ist es nicht schön? Ist es nicht wunderschön? Ich bin so gespannt, wenn das alles komplett gewachsen ist. Es ist jetzt noch nicht fertig. Also, ja, es ist quasi fertig. Aber... da werde ich wieder zum Kind. Hier kommt noch die Vogeltränke hin. Die ist leider heute nicht hier gewesen, aber... sie ist in etwa das Maß. So, und wir hoffen uns, dass hier schön der ganze Hauswurz und alles noch ein bisschen drumherum wächst. Und ja, da sind wir mal gespannt, wie das bis nächstes Jahr wird. Ich bin sehr gespannt. Und es sieht wundervoll aus. Also ich bin wirklich begeistert. Ich bin mal interessant. Mich würde mal interessieren, wie findet ihr solche kleinen Beete, wo einfach nur schöne Blümchen, Dauerblüher, auch so schöne Stauden und ein kleiner Mix ist. Es kam gerade eben jemand vorbei und das war ganz böse. Und er sagte, oh, schönes Grab habt ihr da. Wir haben mit 23 Grad angefangen und in einer halben Stunde ist das um 10 Grad gefallen. Wahnsinn. Ich ziehe mir gleich mal wieder was Wärmeres an. So, Mikrofon richtig rum. Machen wir mal Licht an. Haben wir jetzt. Und sogar zweimal. Wir haben 2 Sonnen jetzt hier. So, wir werden jetzt... Um das... Ist der Akku schon schwach? Der Akku ist schwach. So. Jetzt ohne Aussetzer. Also, wir haben jetzt 2 Sonnen hier drin. Die eine, die ist extra für die Toilette.
wunderbar hell, das kann man sich kaum vorstellen. Also, um das mal zu erklären, wir haben jetzt hier zwei USB-Platten an der Wand und ich glaube, dass das wirklich zwei sind. Von der Länge her kommt das hin. Das heißt, der Toilettenraum wird genau bis hier hingehen. So. Und dann geht man hier rein. So, Tür rein. Und dann steht man quasi vorm Klo. Und dann kann man sich setzen und kacken. Ja. Und wir räumen jetzt erstmal frei. Das Ganze wird ein... Ach komm, machen wir mal so einen Klassiker. So. Das Ganze wird so ein Klassiker. Quasi... was heißt Klassiker? Nee, es wird ein Freestyle. Weil ich habe hier gar keinen Plan, weil es überall andere Maße sind, werde ich einfach losbauen. Ich werde ausmessen, reinbauen und das Ganze immer und immer wieder machen. Und dann kommen, als kleines Highlight, habe ich mir gedacht, ich mache mal auf den dreckigen Boden ein paar schöne Fliesen. Ich bin mal gespannt, ob da unten auf dem Dreck Fliesenkleber halten wird. Ich glaube, vielleicht. Wahrscheinlich nicht. Also für die, die sich wundern, dass ich gerade mit Sonnenbrille in der Laube arbeite, ich habe die letzten Tage eine Migräne gehabt und jetzt gerade kommt die Sonne raus und ich finde es extrem hell gerade. Deswegen ist es für mich angenehmer, mit Sonnenbrille zu arbeiten, aber ich sehe alles. Alter, kann mir mal einer sagen, dass die Aufnahme nicht läuft? Also, um das zu erklären, ich habe jetzt gerade mit der Handkreissäge, boah, akkubetriebene Geräte sind super, sorry für die Bildwackler, habe ich die Nut, Feder, Quatsch, nee, das ist die Nut, genau, die Nut ist das, wo die Feder reinkommt, abgeschnitten, weil wir brauchen jetzt hier drin nur die Nut. Die kommt nämlich jetzt so hier dran. Ich weiß jetzt nicht, ob man wieder immer auf die Richtung achten muss, aber hier ist die andere Feder ist hier unten. Also. Das ist echt unter. Ich kann mich echt nicht mehr halten. So. Kann man so machen, ne? Weil hier soll jetzt die Tür hin und die Feder hier zu haben, sieht halt nicht so schön aus. Also habe ich mir gedacht, ich mache hier schöne glatte Kante hin, wo dann geschliffen wird und dann kommt hier die Tür hin und zwar kommt die Tür so. We'll be right back.
So, hier machen wir ein bisschen Drehmoment rein, weil wir wollen ja nicht, dass die Schraube durchdreht, ne? Zu wenig. So, hierfür ist ja eigentlich kein Schraubenloch, habe ich dann noch eine Unterlegscheibe mit einer Linsenkopfschraube genommen. Oh, durchgedreht. Jetzt nicht durch, wir machen mal ein bisschen weniger. Das war auch wieder durchgedreht. Tja. So. So, du musst die mal gerade da drunter schieben. Ja, jetzt ist gut. So? Ja. Ich guck dir das erstmal selber an. So. Guck. Ja, perfekt. Ja, es ist noch nicht so ganz, wie es sein soll, aber morgen geht es ja weiter, beziehungsweise Montag. Aber man sieht schon, wo die Reise hingeht. Ja, Tür funktioniert, direkt auf Anhieb. Wird alles noch gestrichen, innen drin schön weiß mit schwarzen Fliesen, außen müssen wir mal gucken und dann, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall funktioniert es bis jetzt. Tür rollt ein bisschen aus, aber Alter, ey, ist eine Gartenlaubenklo, müssen wir auch irgendwann mal Abstriche machen, auch von den Spaltmaßen her. Hier da unten passt fast ein kleiner Finger durch. Ja, ich bin jetzt fertig für heute. War ein echt erfolgreicher Tag. Ich bin wirklich begeistert. Und